Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir mal wieder auf etwas. Heute reagieren wir auf Hitman 3 zu dem Gameplay-Trailer, der anscheinend 2021 kommen soll. Der ist ja Ende Januar kommt es. Okay. Das kommt Ende Januar? Ende Januar. Das heißt, das hier ist eigentlich die erste Reaktion dieses Jahr. Also 2021. Was erhoffen wir uns von dem Trailer? Was Neues. Du kannst doch nicht immer dasselbe sagen. Nee, ich bin mal gespannt. Also ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was bei Hitman 2 passiert ist, bin ich ehrlich. Ich habe so lange nicht mehr gezockt, also Hitman 2. Ich bin mal gespannt, wie die das jetzt alles, ob das jetzt anknüpft genau an Hitman 2 oder wie das jetzt weitergeht. Also ich erhoffe mir auf jeden Fall einige Gameplay-Details, als auch genügend Elemente, die uns ein bisschen die Story auch mal zeigen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Ja, let's go. Let's go! The world of assassination is on the brink. All because of one man. As you take on the role of Agent 47, his deadly abilities, tools, and instincts are at your fingertips. You get to travel the world and... Also ich muss schon jetzt sagen, es gab jetzt so einen Moment, wo er zu dem Gegner hin ist und den ausgeschalten hat. Sah es echt sauflüssig aus, das sah wirklich nach Unreal Engine aus. Aber jetzt, als er so den Gang wieder entlang gelaufen ist, so von der Seite, sah es dann wieder nicht so aus. Also ich fand die Grafik gerade echt geil. Also ich habe da jetzt keinen... Ja, geil sah es ja auf jeden Fall also aus. Also es war schon, also Unreal Engine 5, also es war schon Next Gen, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall Next Gen. Also gerade beim Gameplay habe ich es auch gemacht. Auch das Gesicht und so. Also ich habe da, also Hitman sieht ja... Hitman, der sieht schon sexy aus. der macht mir einen Hitman. Aber der sieht schon, also sieht schon richtig, sieht schon schön aus, muss ich sagen. Es sieht halt echt geil aus, vor allen Dingen, dass er da auch vorhin oben stand, ne? Alter, stell mal vor, du kannst da einen Fallschirm springen. Also, bin mal gespannt. Ohne Fallschirm, leider. Kill interesting people. And with complete freedom of approach. Making the how, the when and the where all up to you. 47 can get in anywhere. Sometimes with the aid of a stolen access card. Hat man es gerade gesehen, er hat mit dem Fallschirm raufgeklettert. Und du hast da jetzt so einen alten Mann gesehen. Ich nehme an, das wird dann wahrscheinlich so der Overlord sein. Overlord. Ja, den du so ausschalten musst. Ich bin, Alter, das sieht also. Ah, es sieht ja echt übelst gut geil aus. Ne? Ich bin übelst geil. Ich habe gerade den übelsten Ständer, Alter. Nein, aber das sieht richtig, also. Sieht echt top aus. Keine Ahnung, also es flasht mich schon ein bisschen. Also es ist schon... A Glean key code, hacking the lock with his new camera, or just using good old-fashioned brute force. And sometimes all you need is an invitation. You can blend in anywhere. Disguises offer you access to corresponding areas, but be careful around enforcers. Ich nehme an, da musst du wahrscheinlich infiltrieren und dich halt auch als Kellner oder Barkeeper oder sonst irgendwas ausgeben. Also dieses typische Hitman halt, ne? Dass du quasi immer wieder die Rollen wechselst. Aber ich finde es immer wieder geil. Nur weil er was anderes anhat, heißt es ja nicht, dass es eine andere Person ist, ne? Weißt du? Man sieht ja trotzdem, dass es immer noch er ist, so vom Gesicht her und so vom Kopf. Ich meine, der hat ja noch so ein richtig cooles Merkmal. Er hat eine Glatze, weißt du? Und wie viele haben noch eine Glatze? Was denn? Ich so, der hat voll das coole Merkmal. Und ich so, ja, weil er den Code dahinter hat. Und ich so, ja, weil er hat eine Glatze. Und ich so, das ist jetzt auch keine Seltenheit. Ja, natürlich nicht, aber ich meine jetzt hier in dem Fall, weißt du, so viele haben jetzt auch keine Glatze. Und kein Code hinten. Ich denke mir so, ja, der Code, der hat eine Glatze. Und ich so, ist so, gut. Wie meint ich das Gleiche? Ich war jetzt so voll, er sagt gleich Code und so Glatze und ich so wie sie, aber das ja, aber ist das so, wie viele haben jetzt da eine Glatze gehabt? So, weißt du? Okay. Na, weiter jetzt. Call your disguise if they get a good look. 47's arsenal has never been sharper. From the classics to the state of the art. Of course, almost everything is a weapon in 47's hands. But a creative assassin need never touch a weapon. Surrounding you is a living, breathing world of... So gehe ich auch im Außerhaus. Alter, dass du einfach alles benutzen kannst. Du kannst alles auf den Schweiß, ne? Opportunity.
Action, Reaction, Cause and Effect. Nein, ein Teddybär! So, weißt du, so in dem Sinne. Oder so, keine Ahnung. Vor allem ich als andere Wache, ich so, du stirbst das auf meiner Schulter. Und ich so, schon der dritte heute. Fact. From unfortunate accidents to careful exploitation of a bad habit. You can trick someone else into doing the dirty work, or you could simply book a meeting with your target. But it's no walk in the park. You must adapt as circumstances change. Your targets are some of the best protected people in the world. Some of them so elusive, they are only exposed for a limited time. Unlock new tools and weapons in our mastery tracks. Refine your approach as you advance across 20 mastery tiers per level with new starting locations, new ICA gear, exotic distract. Die Locations sehen aber auch überkrank aus, ne? Gute Nacht. Ich frag mich nur, ja, keine Ahnung, warum ich jetzt gerade gehen, aber ich frag mich gerade nur, ob das alles an einer Location ist, also quasi an in einem Gebäude oder so, ob das alles an einem Ort stattfindet. Nee, das ist ja Ding, da war ja noch dieses andere Haus, wo er eingebrochen ist. Okay, na gut. Ja, Telefon klingelt, ich geh grad nicht an. Ich kann grad nicht! ...and stashed weapons. Receive ratings based on your distinct playstyle and skill level. And keep challenging yourself with a slew of inventive escalations and complications. Master the art of assassination, and nothing can stop you. Der lässt was auf die Straße fallen, Gasbehälter mitten auf die Straße und die Leute, die laufen so. Die gucken sich so um. Die gehen da hin, sagen, ah, ja, okay, es ist. Das ist ein Gasbehälter. Aber das sieht wieder, das Bild, was wir jetzt vor uns haben, das sieht auch wieder sehr sexy aus. Ja, also, es sieht so aus, als ob du dir die Outfits selber aussuchen kannst. Ja, auf jeden Fall. Was cool ist. Ja. Feedback? Krass, auf jeden Fall krass. Die Grafik sieht echt gut aus. Die kommt sehr, sehr gut zu Glanz. Ich bin mal echt gespannt, wie das dann bei der PS5 oder bei der Xbox dann ist. Ich bin auch gespannt, um was es da sich genau handelt und welche Story, wen wir jetzt diesmal killen müssen oder welche wir jetzt diesmal killen müssen. Und ich muss sagen, wie gesagt, der Hauptcharakter, die Nummer 47, sieht irgendwie anders aus, aber sieht aber nicht schlecht anders aus. Sieht eher sehr gut anders aus. Ja, ich muss auch sagen, es sah, also man merkt definitiv, es ist ein Next-Gen-Game und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus und ich bin gespannt auf das Gameplay. Wir werden es definitiv in der Folge bewerten. 20. Januar kommt das Ganze raus. Sah echt nicht schlecht aus. Also kann man echt nicht meckern, kann man echt nichts sagen. Schreibt uns auf jeden Fall nochmal eure Kommentare. Schreibt uns auf jeden Fall nochmal in die Kommentare euer Feedback. Was haltet ihr von dem Gameplay? Holt ihr euch das Game? Holt ihr es euch nicht? Da sagt ihr, ey, Hitman hat mich nie interessiert oder es interessiert mich brennend. Lasst uns das wirklich wissen. Dann würde ich noch sagen, schaut auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Folgt uns auf Social Media, auf den anderen Social Media Kanälen. Lasst ein Like da, ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Fernbedienung!